Ja, vielleicht wollt ihr aufklären, wo das aufgenommen wurde, Miel, und welche Eva es sich denn handelt. Also, vieles von diesen Stücken verdankt sich dem Zufall. Es ist so, dass ich immer, wenn ich unterwegs bin und ich bewege mich gerne durch die Landschaft mit dem Fahrrad, weil ich da relativ schnell wohin komme, aber auch nicht allzu schnell. Es ist eigentlich besser als Autofahren, aber auch besser als Gehen. Ja? Und so bin ich mal mit dem Fahrrad in die Nähe von Wolkersdorf gekommen, nach Riedental. Ich glaube, da gibt es Leute, die das kennen, weil die auch dort wohnen, in der Nähe. Und da gibt es ein ganz, eines meiner Lieblingsrestaurants, das ist die alte Schule vom Manfred Buchinger. Der war früher Spitzenkoch in Wien, in irgendeinem tollen Hotel auf der Kärntnerstraße. Und der hat das einfach nicht mehr ausgehalten, diesen Stress in der Spitzengastronomie, und hat sich dann eine alte Schule am Land gekauft, wo er herkommt, und hat dort eine Villa Kunterbunt eingerichtet. Das ist eigentlich ein Gasthaus, wo er kocht, so wie er will. Und ich war einmal zufällig mit dem Rad dort, und er hat auch offen gehabt, er hat nicht immer offen. Und die Eva Rossmann, die Autorin, die einige von euch kennen, ist dort Sous-Chefin, also seine zweite Köchin. Und die wollte unbedingt kochen lernen, und weil sie selber gern kocht, und hat dann vor langer Zeit einmal bei Manfred Buchinger gefragt, ob er sie als Köchin einstellt. Aber sie ist eigentlich promovierte Juristin und erfolgreiche Romanschriftstellerin. Und der Buchinger hat gesagt, ja, kannst du mir kommen. Und jetzt kocht sie bei ihm. Und wir kennen uns von verschiedenen Projekten aus dem Esslmuseum, aber auch einmal haben wir was zusammen gemacht mit Kochen und Sound. Und dann sage ich Eva einmal, ich würde so gern die Küche vom Buchinger aufnehmen. Glaubst du, dass der mich reinlässt, dass ich da einfach einmal 10 Minuten drinnen stehe mit meinen Kopfhörern und dieses unglaubliche Getriebe da aufnehme? Und dann hat sie gesagt, ja, sie fragt ihn. Und dann kommt sie da rein und sagt, ja, kannst reingehen. Und dann habe ich einmal die erste Aufnahme gehabt, das war dann in der Küche. Das war fantastisch, weil ich bin in der Mitte gestanden, und so eine kleine Küche, aber mit sicher 5 oder 6 Leuten, die dann sehr intensiv und konzentriert zusammengearbeitet haben. Es ist eigentlich fast wie wenn ein Kammerensemble oder ein Streichquartett spielt. Also alles ineinander konzertiert und jeder muss mit zuarbeiten, das muss alles orchestriert werden. Und der Buchinger ist sozusagen der Dirigent, der immer die Orders erteilt und die Befehle. Und das hört man dann alles auf dieser Aufnahme. Und dadurch, dass das eben jetzt dreidimensional aufgenommen worden ist, hat man wirklich das Gefühl, man steht mitten in der Küche. Und ich war auch wirklich mittendrin. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist eine unglaubliche tolle Möglichkeit, da ein Stück zu machen. Und dann brauchte ich noch 3 verschiedene zusätzliche Soundscapes von dort. Die zweite habe ich dann im Gastgarten aufgenommen, der an der Straße ist. Da hört man ab und zu Autos vorbeifahren. Und ich hatte Glück, dass neben mir eine Gruppe von 4 Leuten gesessen sind, die sich offensichtlich gut kannten und die es sehr lustig hatten und Schmäh geführt haben. Und ich habe das einfach belauscht. Und dann habe ich einen anderen Ort aufgesucht, nämlich die Gaststube, die komplett leer war, weil es war nämlich Sommer, so heiß, alle waren draußen. Und dann habe ich mich in die Gaststube gesetzt und habe einen ganz anderen akustischen Eindruck, nämlich gedämpfte Geräusche aus der Küche. Und dann hat mich der Buchinger irgendwie da entdeckt und hat mir dann ein Glas hingestellt, ein Rotweinglas, und mir aus einem Kännchen Wein eingeschenkt. Und diese Szene hat der Erwin auch aufgenommen, obwohl ich ihm das nicht erzählt habe, aber man hört das irgendwie, ja. Und zuletzt habe ich gedacht, okay, was ist der Ort allen Fleisches? Die Toilette. Und da bin ich dann auf die Toilette, habe mich dort eingesperrt und habe das aufgenommen, was sonst so an Klängen von anderen Menschen produziert wird, inklusive Wasserspülung und Händewaschen. Ja, und dann waren die Zutaten für das Menü sozusagen schon da, und mit diesen Schätzen bin ich nach Hause gefahren und habe dann gekocht. Und du hast das dann weiter sozusagen weiterverarbeitet. Ja, das ist so ein Text, der, wo ich sehr viel arbeiten konnte mit dem, was ich gehört habe. Aber gerade bei diesem Text war dann für mich so diese theoretische Ebene dann extrem spannend. Nämlich dieses Koordinatensystem W3W. Und die Barbara Zwiefelhofer hat es so schön gesagt, also jeder Ort auf der ganzen Welt, 3x3 Meter, hat 3 Wortkoordinaten laut diesem System.
Und das muss man, glaube ich, noch nie erklären. Ich glaube, ja, wenn man das zum ersten Mal hört, kann man sich unter Wortkoordinaten wenig vorstellen. Also ich habe es erst so richtig verstanden, als ihr mir das damals erklärt habt. Also es gibt eine App, die heißt What Three Words. Ja? Und wenn ich die jetzt aufmache, dann trackt er meine Position, meine Geoposition und sagt mir, wie dieser Ort heißt. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, wie das funktioniert, man stellt die Sprache ein und der sucht sich dann aufgrund der Koordinaten aus einem Lexikon, das er für jede Sprache hat, eine Dreierkombination von drei Worten zusammen. Und das wird dann zu einem Orakel, das man dann bekommt und das ich dann aufgeschrieben habe. Aber das Gute ist, dass ich mit diesen drei Worten, kannst du was aus dem Buch vorlesen? Dann ja, genau. Also es gibt praktisch zu jedem Ort, ja, gibt es drei Worte. Und ich sage mal, ich kann einmal die Worte von Buchinger aus seiner Küche vorlesen. Einiges gefordert und Exzellentes, wie gesagt, das ist Zufall, oder vom Gastgarten berührte Gruppen und Lamm. Also es ist eigentlich witzig, weil das in jedem Gastgarten vorkommt. Ein Lamm wird gegessen, Leute berühren sich und es gibt dort Gruppen. Im leeren Gastraum war Zinn, Gemse und Ältester. Und am WC war Drache, Wüste und eiskalt. Also, meine Aufgabe war es dann, also es hat natürlich, also das ist jetzt nicht nur ein irgendwie intuitiv assoziativer Text, sondern ich musste dann diese Wörter auch einbauen in den Text. Und hast du die in alle Texte, alle diese Wörter eingebaut? Genau. Also ja, wirklich so von allen vier, also auch wenn das Stück, wie zum Beispiel Miel, das wir gerade gehört haben, da hast du dann 12 Wörter eingebaut. So ist es, genau. Also ich habe 12 Wörter eingebaut in das jeweilige Gedicht oder in den jeweiligen Text. Und witzig, also bei Manfred Buchinger, da ist es deshalb so witzig, weil dann, also bei diesem Miel, weil dann wirklich am WC zum Beispiel das Wort eiskalt vorkommt und auch das Wort Wüste. Aber das war jetzt nicht meine Intention. Ja. Es mussten einfach diese 12 Wörter in den Text hinein. Also das war die Regel, die unumgänglich war. Und ist es dir eigentlich beim Text formulieren, entstehen lassen, sehr schwer gefallen mit diesen vielen, vielen Vorgaben? Weil es sind ja schon, also natürlich Inspirationsquellen, aber schon auch also gewisse Einschränkungen, weil die Stücke sind ja dann nicht so lange. Und 12 Wörter, die dann unterzubekommen, ist natürlich schon eine große Herausforderung. Ja, ich habe es jetzt gar nicht so, ich habe es eigentlich eine gute Ebene gefunden. Also das hat mir sehr geholfen, auch diese Texte zu schreiben, diese konzeptuelle Ebene. Und auf der anderen Seite sind diese drei Wörter immer auch schon irgendwie, das hat was Poetisches, eigentlich was völlig zufällig, es ist völlig, dieses Koordinatensystem, also allein schon Drache, Wüste, eiskalt, das ist irgendwie auch schon ein kleines Gedicht. Das ist echt schon spannend, ja. Und also war eigentlich für mich etwas, wo ich mich gut anhalten konnte. Das hat eigentlich, das war eigentlich ganz gut. Aber es gibt eben so viele Ebenen, was ich vorher nicht gesagt habe, aber noch gern sagen würde, weil der Karl-Heinz das ASMR, dieses Internetphänomen angesprochen habe, wo eben so auf Mikrofonen so irgendwie, naja, da geht es jetzt nicht. Aber das war auch eine Inspiration. Also solche Dinge haben alle mitgespielt und da ich habe, also wir haben in dem Text Duna gibt es diese Stelle, wo das Wort Sulina buchstabiert wird, also wo ich das buchstabiere, das war zum Beispiel so ein ASMR-Verweis irgendwie. Also es gibt immer wieder solche versteckten Sachen auch in den Texten. Aber die W3W-Wörter, die kann man auch wirklich dann im Buch nachlesen. Das steht auch immer im Vorfeld dabei. Also man kann es dann suchen in den Texten. Und genau, diese Worte sind Koordinaten. Das heißt, wenn man jetzt in dieser Software diese Worte eingibt, dann zeigen sie einem auf der Landkarte genau den Punkt. Also es sind nicht immer andere Wörter, die dann bei den Koordinaten rauskommen, sondern es sind immer dieselben drei Wörter. Das ist determiniert, ja. Und ist es dann so, dass, weil es gibt ja dann noch eine Ebene, die auch vorher schon kurz erwähnt wurde, es gibt immer ein Foto, aber gibt es dann ein Foto von jeder Soundscape oder nur eines von einem
Nein, von Wien. Nein, von Wien. Also von nicht jeder. Ein Foto von einer Stadt, also nein. Von Wien, sondern vier. Ja. Und diese Fotos sind ja natürlich nur ein Ausschnitt im Vergleich zum Sound, der uns ja immer umgibt. Und es ist ja wirklich nur ein Ausschnitt. Und da ist ja auch interessant, da sieht man dann eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was man hören kann. Und wurde dann das Foto immer nach demselben Prinzip auch gemacht? Also immer, ich weiß nicht, ich erfinde jetzt was, ja, in den Norden gerichtet oder dorthin, wo die Straße hinläuft oder ich habe keine Ahnung. Das Foto ist also eigentlich, das ist genau der Blickwinkel, den ich habe, wie ich das aufgenommen habe. Also man muss sagen, wenn ich sowas aufnehme, da bin ich ganz ruhig. Dann bin ich 10 Minuten erstarrt und bewege mich überhaupt nicht und atme nicht und schlucke nicht und sterbe fast. Ja. Es ist unglaublich anstrengend und es ist ein performativer Akt und es ist eine Selbstversenkung. Und in unserem Buch gibt es einen wunderschönen Text von Gerd Eckel, wo er genau dieses beschreibt, das hat er nämlich auch selber gemacht, wo er dann eine Stunde lang an einem schwedischen Ufer sitzt, wo er gelebt hat und einfach eine Stunde lang sich total konzentriert, dass er diesen Klang aufnimmt, ohne sich zu bewegen. Und er sagt, er braucht das jetzt gar nicht mehr. Er braucht jetzt keine Kopfhörer mehr, sondern er kann sich einfach hinsetzen und total versinken. Und das finde ich eigentlich schön, dass man diese Krücken dann nicht mehr braucht. Ja. Und das Foto war aber wieder, war das dann noch eine Vorgabe oder war das mehr Inspiration für dich? Oder hast du es überhaupt gesehen beim Schreiben? Das Foto war für mich gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Ja, ich finde es, also ich habe es spannend gefunden, dass der Karl-Heinz das Foto aus dem Blickwinkel gemacht hat, wo er das aufgenommen hat. Also wir haben auch diskutiert darüber, soll man die Fotos überhaupt ins Buch reinnehmen. Das war jetzt nicht von vornherein. Aber wir haben es dann reingenommen, weil es gerade für das Medium Buch interessant ist. Aber für diese Texte, für das Schreiben jetzt von den Texten, habe ich die Fotos nicht bewusst angeschaut, sagen wir es einmal so. Ich glaube, ich habe manche Fotos dann erst so richtig wahrgenommen, wie in das Buch gesetzt worden ist. Die sind auch gar nicht spektakulär. Also was man halt so sieht, ne? Wenn man halt irgendwo steht und was aufnimmt. Und es wird ja dann auch noch eine, also das Projekt hat wirklich viele, viele Ebenen und eine weitere wird es ja dann auch noch geben im Radio am 24.10. im Kunstradio. Und Hans Greuß wird dann die Sendung mit euch gestalten. Und eine andere Ebene noch dazu, weil das Radio war irgendwie logisch für euch. Weil eben, also Soundscapes, Kunstradio, das ist irgendwie... Es war eigentlich, ich habe das eben von Anfang an als Kunstradio-Projekt eigentlich gedacht und eigentlich hat mich der Erwin dann dazu auf die Idee gebracht, dass man ein Buch machen kann. Da wollte ich nämlich gerade hin, weil wie kommt man dann, also dass man von Landschaftsaufnahmen und Text und Audio zum Kunstradio kommt, ist jetzt... Mir ganz begreiflich und auch nachvollziehbar, glaube ich. Aber warum ein Buch? Für mich existiert das Leben hauptsächlich in Büchern. Mhm. Und jetzt muss alles irgendwie, was ich mache, zu einem Buch werden. Ja. und ich glaube, man kann es auch gut übersetzen. Es sind, also was wir jetzt noch nicht besprochen haben, es sind Texte drinnen, auch von anderen. Also es ist unser Gespräch drinnen, das du mit uns geführt hast. Vielleicht komme ich da kurz drauf zurück, weil das ganze Projekt, also es gibt schon einen wesentlichen Grund, warum es ein Buch ist, weil das Projekt besteht nicht nur, das ist ein sehr umfassendes Projekt. Da gibt es so viele Komponenten, die da mit hineinspielen. Es ist nicht ein vorgegebenes Projekt gewesen, wo man von vornherein gewusst hat, wo man hin will, sondern es hat sich entwickelt. Und wir waren dann zum Beispiel in diesem legendären Hörspielstudio im Funkhaus bei dir und haben uns getroffen und haben miteinander geplaudert. Und das Gespräch ist jetzt da im Buch drinnen. Also das waren lauter so Ebenen, die für das Projekt sehr wichtig waren, weil da hat sich alles immer wieder verändert eigentlich. Also dann das Erlebnis von diesem Studio, das war so ein spezieller Ort, irgendwie auch wieder war. Und, da muss man vielleicht dazu sagen, wer noch nicht im Hörspielstudio im Wiener Funkhaus war, das ist, da machen wir noch immer Hörspiel und es hat zum Beispiel 3 verschiedene Treppen, eine aus Stein, eine aus Holz und eine aus Metall. Und warum? Weil es einfach anders klingt. Wenn jetzt die Schauspieler und Schauspielerinnen drüber laufen, natürlich kann man das heutzutage alles digital machen,
Aber oft ist es gut, wenn das gleichzeitig passiert und es kriegt dann auch eine andere Dynamik beim Spracheaufnehmen. Und wir sind in einem Raum gesessen, wo eben diese drei Treppen aus den verschiedenen Materialien sind. Und dieses Studio hat dann auch noch mehrere Räume. Eines heißt Wohnzimmerstudio, weil es so groß ist wie ein durchschnittliches österreichisches Wohnzimmer. Dann gibt es noch ein Badezimmerstudio und ein sehr trockenes Studio, also wo man fast keinen Raum hört. Aber wir sind im Dreistiegenraum gesessen sozusagen. Ja, also das sind lauter so Ebenen, die da mitspielen irgendwie. Und wir wollten auch wissen, wir wollten auch andere Leute auf das Projekt reagieren lassen oder also einen Kontext für das Ganze schaffen. Und dann sind halt eben auch Beiträge dazugekommen. Also es ist erwähnt worden, der Gerhard Eckel, der hat gleich zwei Texte geschrieben. Einen sehr schönen poetischen Text, wo es auch um so eine Wahrnehmungserfahrung geht, und einen Text, wo er auch seine Erfahrungen, auch kompositorischen Erfahrungen mit einbringt. Und dann gibt es einen Text von Udo Kawasser, der hat ein lyrisches Kolloquium geschrieben. Also das ist, wo er auch wieder Bezug nimmt. Also das wäre dann so wie, sozusagen wieder die nächste Ebene von dem Ganzen. Dann gibt es auch noch einen Text von zwei Musikwissenschaftlern, die sich mit dem Ganzen wieder auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinandergesetzt haben. Also das Projekt hat wirklich viele, viele Ecken und ja. Und vielleicht ist jetzt auch die Stelle, wo man sagen muss, auch mit den Masken sieht man es ja auch, aber Corona hat jetzt kurz auch mal das verzögert, die Buchlieferung, aber das Buch wird kommen. Weil, ja, also es ist heute Buchpräsentation, das Buch ist in einigen Exemplaren da. Karl-Heinz und Erwin sind da und das ist wunderbar, aber vielleicht muss man jetzt doch auch sagen, dass sie das nachher leider nicht mitnehmen können, gleich das Buch. Aber vielleicht liegt eine Liste auf oder so. Ja, es liegt eine Liste auf, also bitte auch anmelden, es wird dann auch versandkostenfrei zugeschickt und da kann man sich anmelden. Also wer immer Interesse hat, einfach wo der Büchertisch ist, gibt es eine Liste. Was ich noch sagen wollte, was mir ganz wichtig ist, wir haben zwei Exemplare heute da vom Buch, wirklich Hardcover, und da möchte ich mich bei meiner Frau sehr bedanken. Die kann nämlich Bücher binden und die hat diese Bücher im Schweiß ihres Angesichts 1,5 Tage lang handgebunden. Aber das, ja, also wir also haben. Also man kann es nachher anschauen. Man kann es nachher anschauen. Also das ist praktisch so, ist halt sozusagen handmade, perfekt gemacht. Also bitte unbedingt anschauen, weil wenn schon 1,5 Tage im Schweiß ihres Angesichts auch auf den Schlaf verzichtet wurde, dann. Und da gibt es dann auch es wird auch eine CD drinnen sein. Genau, ist ein Buch drin. Das Buch erscheint aber, wann hast du gesagt, 27. oder? Ich glaube so um den 27. herum. Oktober, also bald. Also nicht in einem Jahr, sondern wirklich bald. Es gibt irgendwelche Druckereiprobleme, aber nicht nur bei uns, sondern weltweit. Ja. Das hat mit Papierlieferungen zu tun, weil das Papier jetzt für Verpackungskarton verwendet wird und die Druckereien bekommen zu wenig Papier, wurde mir erzählt. Also es hat auch mit Corona zu tun, weil die Leute jetzt viele Sachen bei Amazon kaufen oder auch sich das Essen liefern lassen. Das ist alles in Papier und Pappe verpackt. Es fehlt uns jetzt Künstlern für unsere Bücher. Ne? Ja. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, oder eineinhalb, und zwar, weil wir das ASMR angesprochen haben, oder ASMR, und wir haben in unserem Gespräch damals auch darüber gesprochen, ob ihr nicht das mal ausprobieren wollt, ob das funktionieren würde im Internet als ein ASMR-Video, und jetzt bin ich ganz neugierig, ob ihr das mal ausprobiert habt oder nicht. Sag du. Das haben wir noch nicht ausprobiert, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, also das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe von dem Projekt, ist, dass das Buch mal da ist. Aber die Art und Weise, also man muss dazu sagen, das, was man auf der CD hört oder auch wenn man, es gibt eben die CD, es gibt die QR-Codes, also man kann sich das auf verschiedene Weise anhören. Das, was man da hört, ist auch wieder was ganz was anderes als das, was wir heute machen. Ja, also es ist schon formal. Das ist irgendwie ein Versuch, eine Übertragung dieses sehr intimen binauralen Hörens, was nur mit Kopfhörern funktioniert, wo man dann wirklich in der Szene eingebettet ist, eine Übertragung in diesen Raum. Das war nicht ganz einfach. Jeder, der sich mit diesen
im Bereich von Audiotechnik auskennt, weiß, dass man binaurale Files nicht so ohne weiteres Stereophon abspielen kann. Und ich habe mich da unglaublich angestrengt, dass das dann doch irgendwie möglich wird. Aber das rede ich jetzt nicht. Das ist nur für drei Leute interessant, die im Publikum sitzen. Aber das sieht man, also der heutige Abend ist auch wieder so unique. Der ist praktisch dann auch nicht wiederholbar. Und das macht auch das Spannende beim Projekt aus. Also das Experimentieren, das Buch, das ist alles in alles so Steps in diesem Projekt, wo es halt weitergeht, wo man wieder was anderes ausprobiert. Und das live zu performen ist nochmal ganz was anderes. Macht auch sehr viel Spaß. Ich glaube, das war jetzt ein schon fast schönes Schlusswort und eine schöne Überleitung eigentlich. Es gibt nämlich noch einen dritten Live-Teil. Sil, vielleicht wollt ihr in diesem Fall schon davor etwas sagen. Also wir haben vorher schon erfahren, es ist die Abkürzung von Mitter-Sil. Hat auch was mit deiner Beschäftigung zu tun? Und ja. Da, mit der Uni, vielleicht kannst du da noch kurz... Mit der Uni nicht. Nein. Naja, mit der Uni. Ich habe gemeint, mit deiner universitären Beschäftigung und mit deinem Abschluss. Ach so, ja, gut. Also, das wurde in der Biografie schon angedeutet. Ich habe über Anton Webern eine Dissertation geschrieben, über sein Spätwerk. Und ich verehre ihn, das muss ich sagen. Also, Anton Webern hat mich zum Komponisten gemacht, der ich jetzt bin. Weil vorher habe ich ganz anders komponiert. Und wie ich seine Musik 1983 zu seinem 100. Geburtstag zum ersten Mal gehört habe, im Konzerthaus, ein Konzert mit Claudio Abbado und dem London Symphony Orchestra, wo mich mein Lehrer Friedrich Zeher mitgeschleift hat. Ich wollte eigentlich nicht, aber er hat mich gesagt, ich muss da hingehen. Und das hat mich dermaßen geflasht, dass ich gesagt habe, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ich war damals 23, ist nichts wert. Ich muss komplett neu anfangen und habe so einen Restart gemacht. Und Anton Webern war mir sozusagen meine Initialzündung. Und dem verdanke ich nicht nur den Titel oder das Thema meiner Dissertation, das ich mir dann gesucht habe, sondern viel Inspiration. Und ich bin auch sehr berührt von der Art, wie er zu Tode gekommen ist. Das wissen vielleicht nicht alle. Er ist 1945 erschossen worden. Und zwar mehr oder weniger blöder Zufall, unabsichtlich, von einem besoffenen GI, der ihn für einen Schwarzmarktmenschen gehalten hat und ihn festnehmen wollte. Und das war eben in Mitter-Sil. Er ist geflohen vor den Russen, vor der russischen Invasion, war bei seinem Schwiegersohn untergebracht und ist dort auch begraben. Und das Grab wird auch gepflegt und ist ein schönes Grab, also ganz ruhig dort. Und Mitter-Sil ist durch das Komponistenforum Mitter-Sil von Wolfgang Seierl immer wieder ins Bewusstsein der Menschen gekommen, weil er immer um den Todestag von Webern herum ein Komponistinnenforum eingerichtet hat, schon seit vielen Jahrzehnten, wo sich Leute treffen und miteinander sich austauschen. Es gibt immer so ein Webern-Gedenken dort. Und zu seinem 100. Wann war das? Zu einem Todestag, 2005, 60. Todestag, habe ich den Auftrag bekommen oder die Einladung, etwas zu machen. Mach was für den Webern. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Glockenspiel. Alle, die schon einmal in Belgien oder Holland waren, wissen, dass es dort in den Kirchen bestimmte Glocken gibt, die zu bestimmten heiligen Zeiten, oft auch sehr oft, schöne Melodien spielen, die man oft gar nicht richtig versteht, weil sie so komisch klingen auf diesen nicht temperierten Glocken. Und ich wollte sowas in Mitter-Sil machen. Natürlich gibt es dort kein Glockenspiel. Jetzt habe ich ein künstliches gemacht mit einem Lautsprecher und elektronischen Klängen, die wie Glocken klingen. Aber die Idee war, dass das alle Viertelstunden läutet und eine Melodie spielt, die immer anders ist. Aber diese Melodie bezieht sich auf ein Musikstück von Anton Webern, das er in Mitter-Sil kurz vor seinem Tod skizziert hat. Und aus einem Material, aus diesem Stück, ein Opus 32 jetzt werden können, eine 12-Ton-Reihe, habe ich dann sozusagen einen Algorithmus entwickelt, der immer neue Varianten generiert. Und dieses Glockenspiel wird es jedes Jahr oder wurde jedes Jahr immer zu seinem Todestag dann gespielt. Das heißt, wir haben dann auf den Hauptplatz, ins Rathaus, in die Dachluke einen Lautsprecher gestellt, daneben einen Computer. Und dann ist halt der ganze Tag über alle Viertelstunden so eine Melodie über die ganze Stadt ertönt. Und jetzt, auch dank Wolfgang Seierl, ist da jetzt im Laufe der
der Jahre ein Gedenkweg für Anton Webern entstanden, der sehr schön angelegt ist mit Dokumentationen, und man sieht so Tafeln, Schautafeln und über sein Leben, und bestimmte Orte werden besucht. Und es gibt jetzt auch dieses Webern-Uhrwerk, so heißt nämlich das Stück, als Dauerinstallation am Hauptplatz am Mittersill. Und wie ich das dort aufgebaut habe, habe ich natürlich dann auch wieder meine binauralen Kopfmikrofone mitgehabt und habe mir dann von der grünen Gemeinderätin, das war nämlich die Frau, die das Projekt politisch auch gefördert hat und mich sehr unterstützt hat, die hat mir am nächsten Tag ihr E-Bike geborgt, und damit bin ich dann in die Berge geradelt. Also mit einem normalen Radl hätte ich das nicht geschafft, auf die Alm auf. Und da war ich dann auf der Alm und habe dann wunderschöne Aufnahmen gemacht, Kühe besucht, mit Wanderern gesprochen, und schließlich war ich dann auch beim Grab von Webern. Und das spielen wir jetzt vor. Und das, ja, Sil von Karl-Heinz Essl und Erwin Uhrmann.